Das Leben erscheint mir oft wie eine Collage. Immer wieder erlebt man Begegnungen, aus denen sich Neues ergibt und das in Bestehendes eingefügt werden muss. So ist auch mein bildnerisches Schaffen vom Prinzip der Collage geprägt. Wer die Welt mit offenen Augen erlebt, begegnet immer wieder Neuem, Interessantem und Faszinierendem. In der Natur, aber auch im täglichen Leben begegnen mir Formen, Farben, Strukturen und Zeichen, die mich anregen und die ich oft durch Figuren ergänze. Das ganze Material, das ich verwende, finde ich in meinem Umfeld. Ob flächig oder im Dreidimensionalen entstehen Bilder, Szenen und Geschichten, und es ist wichtig, auf den Ausgleich von Formen und Farben zu achten. Die Collagen verändern sich oft beim späteren Betrachten. Teile werden wieder entfernt, überklebt oder durch Malereizeichnungen und Scherenschnitte ergänzt. Sind mir die Bilder zu direkt, überdecke ich mit transparenten Schichten. So entstehen neue Tiefen, neue Bedeutungsebenen. Ich lade Sie ein, mit mir die Ausstellung im Castello in Arcidosso zu besuchen.